Der berüchtigte ehemalige Kommandeur der Roten Khmer, der unter dem Kampfnamen Genosse Dück bekannt war, ist gestorben. Wie das Völkermordtribunal in der Hauptstadt von Kambodscha, Phnom Penh, mitteilte, starb der verurteilte Kriegsverbrecher im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus. Dück sei in den letzten Jahren sehr krank gewesen, hieß es. Er war 2012 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte zugegeben, die Folter und Tötung von 16.000 Kambodschanern überwacht zu haben. Er war der erste ehemalige Funktionär der Kommunistischen Partei Kambodschas, der sich vor einem UN-Tribunal für die Gräueltaten der Roten Khmer verantworten musste. Die maoistischen Roten Khmer waren 1975 an die Macht gekommen. Sie hatten mit brutaler Gewalt versucht, das Land in eine bäuerliche Gesellschaft umzuformen. Schätzungen zufolge sollen sie bis zum Ende ihres Regimes im Jahr 1979 mindestens 1,7 Millionen Menschen umgebracht haben.